Hallihallo, Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Portal 2 und auch mit einer neuen Map. Genauso wie mit dem alten Ex-Manta. Hallo! So, was hast du denn für eine Map für uns ausgesucht? Schaut ja, ich habe gar keine ausgesucht, die waren. Ach, stimmt, random. Ah, guck mal, da musst du schon zum Beispiel schon mal hoch. Wieso muss ich das tun? Dann halt ich. Ich muss aber erstmal wieder runtergehen. Geh runter da. Nö. Danke. Was siehst du? Ah, Moment, ich kann ja beobachten. Wow. Hä? Okay, das schaut krass aus bei dir. Hä? Moment, mach das nochmal. Nochmal. Also hier sind 4 Buttons, ne? Hier verändert sich nichts. Hier sind auch so Figuren. Also wenn ihr diese Figuren. Ach so, drückt, okay, warte mal. Benutz mal Mond. Mond. Okay, da fährt das da hoch. Moment, ich kann ja jetzt hier runtergehen. Fahr mal Mond hoch. Warte. Bleibt der oben? Ah, okay. Wow, der fährt ganz rauf. Wow, warte, bleibt da. Nein! Ach so, sorry. Okay, es bringt mir aber tendenziell überhaupt nichts. Warte, was gibt's denn hier noch? Hier gibt's noch. Versuch mal als nächstes Kreuz. Ganz schnell. Okay, das klappt nicht. Hä, wie soll man das timen irgendwie, oder? Moment, bleibt das üben drüben? Nee. Es bleibt nicht drüben. Ja, weil da verstellst du jetzt sozusagen so 3 bzw. 4 verschiedene Mechaniken, also solche Teile. Warte mal. Ja, ich glaube, das ist eine Frage des Timings. Das ist so ein Timing-Map einfach so. Laser? Moment, hier kann ich auch raufgehen. Ich checke jetzt gerade mal ein bisschen die Map aus. Okay, das bringt überhaupt nichts. Das wäre. Ja, ich glaube, das ist wirklich auch wieder Timing. Okay, also wir erstes brauchen 2 Würfel auf jeden Fall dafür. Für das da oben. Was? Ach so, ja. Wie kommen wir jetzt an Würfel? Oh, was hat sich denn da oben bei dir hochgefahren? Was? Nee, geh mal. Dreh dich mal zur anderen Seite. Ach, da dieses komische Teil. Kann man da irgendwie hoch? Warte mal, bleib mal da. Ich guck mal, ob irgendwas da aktiviert. Nee, da ist kein. Da muss man sich, glaube ich, wieder irgendwie hoch katapultieren oder so. Irgendwie ja, so. Das könnte durchaus sein. Okay, warte. Wow, was haben wir? Wir haben hier Mond. Wir haben da oben Kreuz. Wir haben da diesen. Ich glaube, das ist wirklich Timing. Du musst aber davor wahrscheinlich schon den Kreuz. Das Viereck betätigen. Und dann erst. Warte, ich stell mich drauf, geh du rüber. Oh, sorry. So, genau. Dann betätigst du jetzt als erstes mal nicht Kreuz, sondern Viereck. Dann bewegt sich der Untere. Okay, der fährt 2-mal hin und her, genau. Warte mal, wie oft noch? Ach so, Moment. Fährt der so lange hin und her, wie du da drauf stehst? Anscheinend, wenn ich jetzt wieder zurückgehe, dann hört er auf. Au! Ah, der bleibt da stehen! Genau, warte mal, mach das genau. Dann ist es gar nicht so schwer. Ist gar nicht so schwer. Irgendwie so eine Treppe oder so. So. Warte, nein, auf die andere Seite, weil ich fahre ja mit dem Mond fahre ich ja, warte schon mal bei mir zu. Fahre ich ja hier rauf, also müsste es der genau. Dann guck da hin. Genau, ja. Perfekt, das müsste reichen. Okay, jetzt Mond. Ja, ich schau dir zu. So. Hoppa. Okay, ich stehe drauf. Jetzt. Oh, was ist das? Das, was über dir ist. Das solltest du ein bisschen weg. Warte, was ist denn das? Das weiß ich nicht. Ich glaube, das ist Kreuz. Kreuz, ja, das ist Kreuz. Uff. Okay, stopp. Und jetzt, der. Den kleinen. Andere da. Den kleinen, ja, genau. Den Punkt. Punkt. Könnte sein, ja. Oh, ach, der fährt doch. Hä? Okay. Ah, ich muss. Du musst dich jetzt einfach da drauf stehen bleiben. Pass auf. Nee, warte, nein, das ist. Ah, das kannst du ja nochmal betätigen. Oh, hoffentlich werde ich da nicht runtergeschubst. Oh. Genau, das ist fast passiert. Ja. Geh mal in die Mitte. Also ja, aber dann schubst mich das Teil doch erst recht runter. Wie wollen wir es dann machen? Warte mal. Das ist ein bisschen schwer, weil ich muss die ganze Zeit Tab halten. Wir könnten es natürlich trotzdem versuchen. Und ich versuche mich da ein bisschen zu an der Seite vorbei zu sneaken. Also sneak einfach mal, also
Sneak immer. Wie meinst du sneaken? Geht das hier? Oh! Oh! Ja, geht. Ja, passt. Und welcher war der Kreuz. Jetzt nochmal, der große? Kräuter haben wir denn. Stopp! Passt. Perfekt. Gut. Ja, und den brauchen wir dann jetzt noch. Viereck. Nein, ich. Achso, stimmt. Und jetzt? Kreis. Also ein Punkt. Hüpf. Okay, rauf. Fest. Und jetzt den anderen noch. Genau. Mal. Das ist, Kreuz. Viereck war das? Kreuz. Ja. So, perfekt. Das Ganze wieder rüber. Also nochmal Kreuz. Ja. So, und dann. Ah, und dann haben wir. Dann haben wir den ersten Würfel. Sehr schön. Schön. Sehr gut, sehr, sehr gut. Kann ich da einfach so runterhüpfen? Ich glaub schon. Denke schon, oder? Ja. Was ist denn da oben noch? Vielleicht kannst du da noch ein Portal hinmachen. Okay, egal. Da noch irgendwas Wichtiges da oben? Da drüben. Moment, ja. Bringt das hier irgendwas? Nee. Wenn, dann können wir. Du kannst es natürlich da drauf machen. Shit, das war jetzt wahrscheinlich wirklich. Bisschen doof. Warte, wir kommen nach da. Doch, da kommen wir schon mal nach oben. Du kannst ja schon mal versuchen, den Block einfach. Den Würfel einfach hier oben drauf zu legen, weil wir brauchen ja hier drei Würfel. Beispielsweise hier brauchen wir noch einen Würfel. Tu den erstmal hier drauf. Hier beim Dreieck. Da tut sich nichts. Genau, das habe ich mir jetzt auch als erstes gedacht. Warte mal. Da geht's ja auch noch lang. Nein! Was? Ich mach das genau an die Stelle, wo. Was hast du gemacht? Okay. Ja, das können wir ja notfalls nochmal machen. Das ist ja nicht schlimm. Wir wissen ja, wie es geht. Warte, was könnte. Hier kann ich auch einen Cube besorgen. Das ist der Laser Cube. Ja, das ist aber. Das ist ein Laser Cube. Okay, betätigen mal den anderen hier. Wow! Okay, sorry. Genau. Einfach so hier wegnehmen. Moment, was aktiviert der denn? Warte mal. Das ist ein Timer. Das ist ein Timer, ich höre es schon. Betätigen aber mal. Was macht der Timer? Also hier. Guck mal, ich bin hier oben. Oh, hallo. Gut. Dann, weil durch die eine Tür könnten wir ja gar nicht. Aber wenn ich jetzt hier durchschlüpfe. Warte mal, aktiviere den nochmal diesen Knopf hier oben, weil ich glaube, dass der das hier deaktiviert. Bist du sicher? Nee. Tut er nicht. Ja, drück irgendeinen Knopf, weil wir müssen das hier deaktivieren, dass ich hier rumkomme, durchkomme und warte, ich sterbe. Ach so. Ja, okay, nee. Moment. Ich versuche gerade selber mal da nochmal raufzukommen. Mit dem Q. Also, es ist ja nicht, aber wenn warte du den mal, du nicht was. Ach so, da ist gar nicht. Nee, okay, ich hüpfe hier runter. Du musst irgendwas aktivieren, dass ich hier durch kann. Ich weiß aber noch nicht, ob. Ja, okay, ich glaube, das funktioniert aber nicht. Von hier nicht. Und ja, wir können den Cube auch noch nicht rüberbringen, weil da ist ja noch diese Wand. Lass uns mal den anderen. Obwohl. Was bringt uns der andere Cube? Ja, beispielsweise, wir gehen einfach nochmal nach oben und gucken. Und dann guckst du mal, ob du da oben ein Portal platzieren kannst. Da oben. Ja, genau. Das erstmal den Cube noch holen und dann nochmal. Warte, ich hüpfe gleich drauf. So. Okay, let's. Du kannst die spannenden Sachen machen, weil das ist ja deine Aufnahme. Genau. Mein Handy klingelt, aber ist mir jetzt egal. Der X-Manta nimmt ja dieses Mal gar nicht auf. Nee. So, als erstes Viereck. Viereck. Nee, was? Mond. Nee, kannst als erstes Viereck, weil ich bleib ja da oben nicht stehen. Also der fährt dann wieder von selbst runter. Du musst als erstes Viereck rüber tun. Genau, ganz rüber. Stimmt. Stopp. Genau, und jetzt ich Mond. Ich sehe ja auch, ich spectate. Was? Ach so, ich muss draufbleiben, genau, sorry. Genau, bei dem muss ich ja draufbleiben, okay. Jagd mir da hier. Und sneaken? Ja, sneaken und drüber. Das ist jetzt, Nochmal, Viereck, ne? Genau. Das ist Viereck. Passt. So, und dann und jetzt haben wir Punkt. Das ist Punkt, ne? Ja. Punkt. Oh, okay, nochmal. Wo komme ich da rüber? Vielleicht Viereck nochmal, warte. Ja, vielleicht bevor ich da jetzt runter. Ich bin ja so ab und zu mal so lustig und fall dann bei solchen Aktionen einfach runter. Punkt. So, rauf und. Und dann Kreuz. Kreuz. Genau, Kreuz. Ja, ich glaube, ich kann da drüben echt gar nichts aktivieren. Warte mal. Das können wir jetzt gleich mal abchecken. Okay, fahr rüber. So, okay, den Cube, den schmeiße ich jetzt einfach mal runter erstmal. Mach das mal. Oder kann ich den da irgendwo wieder? Oh! Oh, sorry. Oh, jag mir keinen Schock ein hier. So, was kann er?
Was kann man da machen? Warte, ich hock mich mal da drauf. Ich glaube, du kannst. Ja, mach das mal. Mhm. Und lass ihn am besten einfach mal fallen. Ich glaube, hier kannst du sowieso noch nicht machen. Den brauchen wir sowieso unten. Ich glaube auch schon, ich weiß wofür. Aber da kann man nichts machen, oder was würdest du sagen? Ich habe aber schon eine Idee in dem Fall. Obwohl. Ja, ich, also noch kann man nichts sagen, machen, weil wir, ich sag, kein Portal zu. Ich springe mal runter. Geh einfach nochmal runter und dann gucken wir mal. Ich hätte eine eventuelle Idee. Okay, gut. Also warte mal, ich nehme mal den Cube hier. Pass auf, nicht wieder irgendwie und drüber hüpfen. Also hier ist der Laser auf jeden Fall. Genau. Und deshalb auch diesen, der da hinten liegt. Und den müssen wir erstmal deaktivieren. Genau, hau das mal rein. Das könnte sein, dass der hier das macht. Okay, das macht irgendwas anderes. Nee, das hat jetzt einen von diesen Teilen da aktiviert. Welche? Ah, da, hä? Aber das bringt doch überhaupt nichts. Aber wofür? Das bringt gar nichts. Warte mal, vielleicht doch hier oben? Da hätten wir... Nein. Hey, aber Moment mal. Eigentlich, wenn wir doch hier was drauf tun... Warte mal, oh, warte mal. Wo bist du überhaupt gerade? Ich bin hier. Aber ich glaube, da oben kann man noch nichts machen, ne? Also da. Ach nee, wir sind von da oben runtergekommen, ne? Oder von wo sind wir? Nee, wir sind von da gekommen. Warte, von hier. Ach so, ja, stimmt. Warte, aber guck dir das mal. Ach, da oben ist der Ausgang, Ich sehe es schon, da oben ist der Ausgang. Warte mal, guck mal hier. Ja. Was würdest du sagen, wenn wir da den Cube drauf tun? Eigentlich müsste es doch das aktivieren, oder brauchen wir dafür drei? Ja, stimmt. Nein, ja, nee, der aktiviert irgendwas anderes. Du musst halt gucken, warte mal. Der führt hier unten irgendwo hin. Und der führt auch unten irgendwo hin. Ich weiß nicht, ob das jetzt. Da brauchen wir alle drei. Aktivieren sollen. Ja, es ist doch. Ja, doof. Nee, also erstmal brauchen wir nur den hier. Oh. Pass auf. Okay, ich weiß zwar nicht. Ich glaube nicht, dass es funktioniert. Hö? Ich aber, pass auf. Okay, dann doch nicht. Nee, alle, da brauchen wir wirklich alle drei. Aber dann muss dann das Rätselslösung noch woanders liegen. Warte, wir haben noch gar nicht mit Portalen gearbeitet. Vielleicht bringt uns das ja was. Warte, also das könnte uns auf jeden Fall was bringen. Nee, bringt uns nicht. Moment, guck, wow. Hier. Was zum... Das kann es bezichert. Wie hast du das gemacht? Ach so, oh. Dann können wir... Kannst du das da durch? Ah, von hier oben kann man sich aber auch die Map so schön angucken. Ah, hier kann ich ein Portal setzen. Warte, Wo kannst du ein Portal setzen? Ja, da oben. Oh, ich kann es mir anschauen. Ja. Von hier aus. Scheiße. Das ist keine Map. Da kannst du kein Portal machen. Eigentlich schon, aber das ich ist so ein Glas davor. Das ist so ein Glas, also, genau. Da ist ein Glas. So, also, da ist ein Glas davor, aber dahinter ist eine Portalwand. Und wenn wir die beiden Sachen da aufkriegen, dann kommen wir eventuell auch nach da oben. Ja, die Lösung liegt aber, glaube ich, erstmal... Wow. Das ist warte mal, vielleicht Cube. Müssen wir auch das wir hier müssen irgendwie hier aufmachen. Irgendwie, das müssen wir hier drin machen. Warte, vielleicht müssen wir das hier auch aufmachen. Das. Hä? Wo bist du? Ach, da. Das kommt früher oder später auch an den Start, aber da brauchen wir so eine Kugel. Wir müssen auf jeden Fall diesen Laser umlenken. Warte mal, ich lass mal mich probieren. Weil mal das Teil da steht da nicht. Warte. So. Können wir also da was durch? Was macht der da? Oh, Moment. Ah, verdammt. Was bringt die? Kann man das in die andere Richtung machen? Ja, man kann es in die andere Richtung machen. Was kann man in die andere Richtung machen? Ja, wenn wir können den den Traktorstrahl oder so oder diesen diesen Laser halt dazu benutzen, da reinzukommen. Nee. Beziehungsweise, wir können versuchen... Du kommst mit deinem Portal nicht durch und wenn du durchgehst... Schau, warte, geh mal weg. Da schwebt es. Okay, da schwebt es aber noch. Warte mal, warte, ich probiere mal ganz kurz das aus. Mach den mal weg, den Traktorstrahl. So, warte. Ich mache jetzt mal zwei Portale. Ich mache jetzt eins hierhin und eins dahin. So. Ja. Und jetzt mach den nochmal dahin, dass ich da durchschweben kann. Auf die andere Seite. Ja. Hier meinst du, wow. Ja. Gehen meine Portale kaputt? Ja. Okay. Dann. Das verhindert es nicht. Nee. Warte mal, ich bin hier wieder. Oh, jetzt bin ich hier wieder. Oh. Was, wenn wir den Laser benutzen? Nee, das bringt auch nichts. Also hier ist auf jeden Fall auch schon mal ein Würfel. Wir müssen hier irgendwas aktivieren, beispielsweise deaktivieren. Stimmt, wir haben noch immer nicht herausgefunden, was hier, der Knopf, dieser was Knopf. Der Knopf eigentlich. Ach so, Moment, aktivieren. Aha, perfekt.
Ah, der invertet das alles. Genau, und dann funktioniert. Dann können wir nämlich den Würfel da rausholen. Warte, lass das genau so. Hä, aber wie? Pass auf, mach das nochmal, drück den nochmal. Und jetzt. Genau. Ha! Obwohl, geht der kaputt? Ich glaube schon. Nein! Okay, nochmal andersrum. Nein! Oh, das war so schön gedacht! Aber okay. Ja, aber der geht. Wenn unsere Portale kaputt gehen, dann ist eigentlich klar, dass auch. Kannst du mal wegmachen, sonst komme ich hier nicht mal raus. Oh, ja klar. hups. So. Also einfach irgendwo auf dem Boden machen. Ja, ja, so. Du kannst schon wieder durch. Ja, also hier haben wir schon mal den neuen. Also, warte mal. Nee. Weißt du, ich bin einfach dumm. Pass auf. Okay. Wie kommst du zu dieser Erkenntnis? Nein! Oh, Mann! Hier ist keine Portalwand. Sonst könnte ich aber den ja, das habe ich mir auch schon gedacht, den Laser zu benutzen, aber das klappt nicht. Einfach umleiten. Ja, ja, aber es geht nicht. Ja, Freunde. Okay, wir wissen wenigstens, was der Kopf jetzt macht. Ich würde sagen, das finden wir in der nächsten Folge raus, weil wir sind schon wieder am Ende angekommen. Und dann schauen wir mal, ob wir das nächste Mal auf des Rätsels Lösung kommen. Und dann verabschieden wir uns hier an der Stelle und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.